Hallo, in diesem Video werden wir den Lernpfad kennenlernen und sehen, wie man mithilfe von dem Lernpfad differenzieren kann. Wir schauen uns ein Beispiel an. Das ist Bertha, eine Schülerin. Die sieht im Kurs Geografie, dass es eine Erinnerung an den Lernpfad gibt. Sie eröffnet den Lernpfad und wird gleich aufgefordert, den Lernpfad zu starten. Der Lernpfad beginnt mit einem Test. Sie kann sich zuerst ein Video anschauen und danach gleich einen Test starten. Und je nachdem, wie gut sie bei dem Test abgeschnitten hat, muss sie eventuell Zusatzaufgaben erledigen. Nachdem sie die Punktzahl erreicht hat, eröffnet sich die nächste Aufgabe. Auch hier gilt, die Schülerinnen und Schüler müssen an der Aufgabe aktiv teilnehmen und die Teilnahme bestätigen. Nur so wird der nächste Schritt eröffnet. In dem nächsten Schritt handelt es sich um eine Diskussion. Nachdem man wieder aktiv war, kommt man zum finalen Check. Und es geht wieder um Wiederholung des Lernstoffs. Sieht es aus der Lehrerperspektive aus? Die Lehrkraft hat den Lernpfad vorbereitet und die Aufgaben in einer bestimmten Reihenfolge zugeordnet. Und Sie sehen, bei dem Testelement kann man mithilfe von Prozentzahlen differenzieren und bestimmen, was die Schülerinnen und Schüler nach der Teilnahme an dem Test weiter erarbeiten sollen. Wie kann man den Lernpfad erstellen? Am besten erstellen Sie einen Ordner, wie zum Beispiel hier. Und in diesem Ordner können Sie Aufgaben und Materialien sammeln. Nachdem Sie einige Aufgaben gesammelt haben, reicht nur noch ein Klick und Sie können einen Lernpfad erstellen. Dann können Sie bestimmen, wie gut die Kinder abschneiden müssen und den Lernpfad noch speichern und für Kinder sichtbar machen.